Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lenz TV. Und ja, unser SK Sturm hat gerade mit 0:1 gegen Podgorica verloren. Im Europa League Hinspiel der zweiten Runde. Und naja, das kurze Resümee zu mir. Ich habe nämlich keine Zeit leider, wirklich ein konkretes Fazit zu ziehen, weil ich eben demnächst im Urlaub fahre. Nur das kurz erwähnt. Und ja, Sturm verliert eben 0:1. Nach 2 Minuten bereits das Siegestor für die Montenegriner. Schulz mit einem Fehlpass im 16er. Oder nee, des 16ers, des eigenen 16ers natürlich. Der Ball wird im Endeffekt von einem Montenegriner abgefangen. Und Schulz grätscht danach, schneidet den Podgorica-Spieler dann um. Und der Schiri gibt den Elfer. Ist, glaube ich, ja, zu geben gewesen. Für mich war es nicht viel, ehrlich gesagt, aber okay, der Schiri hat so entschieden. Gelb gab es obendrein dafür und der Elfer war dann auch drin. 7 Handel, hatte da keine Chance, wurde verladen und das war das 0:1, nach eben gerade mal 2 gespielten Minuten. So viel dazu. Im ersten Durchgang Sturm dann wirklich bemüht. 90 Minuten eigentlich war Sturm wirklich bemüht, hat im Endeffekt aber es nicht zustande gebracht, wirklich ein Tor zu erzielen oder wirklich konkrete Torgefahr so richtig auszustrahlen über einen längeren Zeitraum in der ersten Hälfte. Man hat versucht zu drücken, aber wirklich der letzte Abschluss hat einfach immer wieder gefehlt. Also man hat sich für meine Begriffe zu selten getraut, wirklich aufs Tor zu schießen und im Endeffekt ist es dann beim 0:1 zur Pause geblieben. In der zweiten Hälfte die beste Chance für mich für den SK Sturm in Minute 56 durch Philipp Zulechner. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer geschossen hat. Auf jeden Fall gab es einen Distanzschuss von unserem Blackies. Der Keeper von Podgorica kann nur kurz abwehren und Zulechner schafft es tatsächlich, den Ball aus 2-3 Metern höchstens drüber zu hauen. Das Tor war leer, der Winkel war zugegeben spitz, aber als Stürmer in der österreichischen Bundesliga musst du hier das Tor machen. Ganz einfach. War nicht so passiert und ja, im Endeffekt Sturm weiterhin nur auf ein Tor. Das muss man sagen. Sturm hat wirklich alles versucht, aber es ging einfach zu wenig. Es ging nichts und deswegen ja, ist es dann beim 0:1 auch geblieben. Ein Distanzschuss von Lovric in Minute 85 ist mir noch gut in Erinnerung geblieben und dann in der 89. ein abgefälschter Schuss von Danny Allard. Dazu wurde noch ein Abseitstor von uns nicht gegeben. Ob das jetzt regelkonform war oder nicht, bin ich mir nicht sicher. Muss ich mir wirklich die Wiederholung anschauen. Auf jeden Fall verliert Sturm das Hinspiel gegen den montenegrinischen Vertreter 0:1. Mein Fazit, bemüht, aber zu wenig, ganz klar, das muss sich ändern. Man muss jetzt auch jetzt wirklich schauen, dass man das besser macht, dass man vor allem am Abschluss arbeitet, denn sonst könnte es wirklich ein sehr, sehr böses Erwachen geben. Das Hinspiel war schon mal eine kleine Blamage, aber wenn man wirklich ausscheiden sollte gegen diesen Gegner aus Montenegro, ja dann geht die Saison mal richtig gut los. Von dem her verabschiede ich mich an der Stelle. Ich wünsche euch noch trotz des wirklich negativen Ergebnisses einen schönen Abend und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias. Nichtsdestotrotz auf die Schwarzen und bis dann. So, jetzt ciao, ciao. Abschließend zu diesem Video ganz, ganz liebe Grüße an den Luca. Ich hoffe, du freust dich und Props nach Vorarlberg beziehungsweise in die Schweiz vielleicht auch an Real Talk Now. Die machen ähnliche Videos, würde ich mal sagen, so wie ich. Zumindest geht es so ein bisschen in die Sparte rein. Schaut einfach mal rein bei ihnen. Also haben eigentlich ganz coole Videos, wie ich finde. Und ja, haut rein, Jungs, und macht da weiter. So, und jetzt noch ganz kurz die nächsten Tage. Die werden ein bisschen schwierig. Channel-technisch bei mir. Ich bin ja in Urlaub, wie schon erwähnt, und ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das Ganze bewerkstelligen werde. Ich werde auf jeden Fall gegen Hart und gegen Podgorica irgendwas bringen, aber wenn, dann eher nachberichtstechnisch, also einfach, dass es da Reaktionen geben wird. Vielleicht gehe ich einfach auch mal live bei YouTube oder Facebook, mal schauen. Muss ich mir noch überlegen, Reaktionen gibt es definitiv, Vorberichte wahrscheinlich eher nicht. Also, in dem Sinne wünsche ich euch noch was und tja, unsere Jungs werden das Ganze schon schaukeln, hoffentlich. In dem Sinne, auf die Schwarzen, euer Elias und bis dann. Ciao, ciao.